Ich habe gerade das neue Buch von Irina Liebmann, 3 Schritte nach Russland, gelesen. Das ist die Beschreibung von 3 Reisen. Und vom Genre her ist das eigentlich eben Reisebericht, fast Reportage. Ich lese es eher als ein Roman, als ein wunderbares Prosawerk, was von der Beschreibung ganz alltäglicher Reiseeindrücke ausgeht, aber dann immer so eine Epiphanie im Alltag zur Folge hat. Also, dass sich die Anhäufung quasi trivialer, profaner Beschreibung plötzlich zu einer Art Erleuchtung über unser Dasein, über historische, politische, menschliche, gesellschaftliche Dinge plötzlich weitet. Und ich bin sowieso ein großer Fan der Bücher von Irina Liebmann, aber dieses neue Buch hat mir sehr gefallen, hat mich sehr angeregt, und es ist auch so eine Erkenntnis, dass sie sagt, wir haben eigentlich als Ostler, aber auch später immer nach Westen geguckt, und jetzt lass uns mal nach Osten gucken. Und sie tut das mit viel Angst und sie auch mit sehr viel Kritik, und trotzdem gibt es dann immer völlig überraschende Momente, für die ich sehr dankbar bin.